Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar zu Tipp und Tricks zur DocWeb-Benutzeroberfläche. Kurz zwei Worte zu mir. Mein Name ist Leda Casanova. Manche von Ihnen kennen mich schon, zumindest per Telefon. Ich bin seit Februar 2016 bei DocWeb und war bis Dezember letztes Jahr in Customer Success. Und seit Januar bin ich Account Manager. Wir werden einmal im Monat ein neues Webinar, oder ich werde einmal im Monat ein neues Webinar halten. Das nächste findet am 28. März zum Thema mehr als Rechnungsbearbeitung, Einsatzszenarien von DocWeb statt. Also da werde ich zeigen, was man in Unternehmen mit DocWeb machen kann, mehr als eben Rechnung Eingangs und Rechnung Ausgang. Es wird ein bisschen theoretischer sein als den von heute, aber während der Vorbereitung fand ich die Themen sehr, sehr interessant. Und falls Sie Vorschläge über Themen haben, würde ich mich sehr freuen, wenn Sie mich auch per E-Mail das anschreiben. Kurz die Agenda zu dem heutigen Webinar. Wir werden kurz den Viewer anschauen. Ein paar Funktionen, um die Dokumente manuell zu indexieren, die Suche und manche Funktionen von der Werkzeugleiste. Bevor wir starten, würde ich Sie auch auf unseren Produkttester-Programm darauf hinweisen. Hier, wenn Sie sich anmelden, haben Sie die Möglichkeit, neue Konzepte und Funktionen auszuprobieren und Ihren direkten Feedback zu geben, damit DocWeb immer näher Ihre Bedürfnissen ist. Sie müssen sich den Link oder meine Kontaktdaten nicht aufschreiben. Sie werden im Anschluss zu diesem Webinar eine E-Mail bekommen mit dem Link zu den Aufzeichnungen. Aber jetzt starten wir. Eine Sekunde. Hier, also, wir starten in den Viewer. Also, Sie gehen hier auf, wo Ihr Name steht, Einstellungen und Viewer. Also, von Default ist diese Funktion, also den Viewer immer im gleichen Fenster öffnen. Aber wenn Sie zum Beispiel mit zwei Bildschirmen arbeiten, können Sie den Viewer in den neuen Fenster herauslösen und wenn Sie oft indexieren oder viel indexieren, können Sie in diesem zweiten Fenster auch den Indexdialog dabei haben. Finde ich sehr praktisch. Für meine Präsentation heute, für meine Webinar, werde ich den im gleichen Fenster nutzen. je nach Anwendungsszenario sind mehrere Werkzeuge wichtig und dass Sie am besten wissen, welche der vielen Funktionen Sie benötigen, können Sie Ihre Werkzeugleiste selber gestalten. Also Sie können den ganzen Bereich ein- und ausblenden, indem Sie auf den Augen drucken, aber auch einzelne Funktionen. Und das werde ich gleich machen, weil ich brauche einigen für später, genauso wie die Anmerkungsebene. Per Default ist auch nur eine Anmerkungsebene eingeblendet und ich mache jetzt drei. Und Sie können auch zum Beispiel den Übersicht, kann man sagen, okay, den möchte ich haben, aber auf den rechten Seiten. Da wir uns hier in den Viewer befinden, möchte ich Ihnen auch zeigen, wie man die Liste ein- und ausblendet. Also Briefkorben, Ablagedialogen, Suchen, Listen, alles wird von der Administration bzw. der Admin zugewiesen und Sie können sie nicht löschen, aber Sie können wieder sie ausblenden. Also ich brauche zum Beispiel heute diese Ablagedialog nicht, das und das auch nicht von dem Briefkorb, sowie bei der Suche
lasse ich mir nur die hier. Genau, und bei den Listen ist auch so. Okay, dann speichern und schließen. Und sieht man zum Beispiel hier, jetzt sind die Anmerkungsebenen da. Falls Sie manche Funktionen nicht sehen sollten, dann müssen Sie sich an Ihren Systemadministrator wenden, dann muss man die dann aktivieren. Okay, jetzt schauen wir uns an, wie man Dokumenten manuell indexieren kann. Also, die Dokumenten, ich habe jetzt drei ähnliche Dokumenten, die ich alle indexieren möchte in der Buchhaltung. Ich arbeite gerne mit dem One-Click-Indexing, damit ich keine Tippfehler habe. Das ist eine Rechnung eingeben, den Dokumentnummer ist es das hier, das Datum steht da, den Beitrag ist hier. Und wenn ich dann auf die drei Punkte klicke und sage Einträge beibehalten und dann ablegen, kommt, also das Dokument wird abgelegt, das nächste kommt und wie der Name schon sagte, die Daten sind beibehalten worden. Und da ich nur ein paar Sachen ändern muss, geht es viel einfacher oder schneller, als wenn ich alles von vorne an eingeben muss. Und das klicke ich jetzt weg, ablegen. Genau, und jetzt habe ich den nächsten Dokument, gebe ich Docuware Hugonet ein und wenn ich nochmal auf die drei Punkte klicke, kann ich auf Indexierung für Vollständige klicken und Docuware übernimmt oder sollte alle Daten übernehmen mit den letzten Dokumenten, die ich schon abgelegt habe. Genau, jetzt geht es leider nicht. Ich probiere es noch einmal. Aber ich kann es Ihnen versichern, es funktioniert. Okay, gut, jetzt. Sie müssen mir vertrauen und es einfach auf Ihren Computer probieren. Okay, also ablegen. Und jetzt habe ich einen Lieferschein bekommen. Und ich weiß, ich habe die Bestellung dazu. Also ich suche hier. Das ist von der Stahlwerk München. Und sehe ich genau die Bestellung. Und per Drag and Drop kann ich den Lieferschein drauf tun und ich kann entscheiden, entweder kann ich es ablegen oder ich kann es klammern. Und wenn ich es klammern, sehe ich auch die Preview, wo das Dokument gehört, also vor oder nach, was ich schon habe. Und wenn ich dann klammere, ist das Dokument dann im Archiv. Okay, das ist zum Thema Dokumenten manuell indexieren. Jetzt schauen wir uns die Suche. Moment, ich glaube, hier. Okay, also, wenn man nicht sicher ist, wie der Firmenname von unseren Kunden heißt, kann man mit Sternchen arbeiten. Also, ich weiß, ich habe einen Kunden, der den Namen München hatte. Also, ich gebe Sternchen München. Man kann auch innerhalb von Namen die Sternchen benutzen. Und hier sehen Sie schon, ich habe die Fachhochschule München und Stahlwerk München. Also kann ich einen davon wählen oder wenn ich auf Suche drücke, kann ich auch alle Dokumente sehen mit München. Für die,
Für die Begriffe, die nicht indexiert sind, kann ich die Fulltext-Suche nutzen. Und ich weiß, ich habe ein Dokument über mein Auto. Es geht um Leasing und ich möchte jetzt wissen, was mit der Tankkarte ist. Dann gebe ich Tankkarte ein. Genau, das war mein Leasingvertrag. Und Docker geht gleich auf den Punkt, wo er den ersten Begriff findet. Und hier ist es jetzt ganz klein geschrieben. Wenn Sie hier neben den Zoom-Prozente klicken, ist diese ausgewählte Zone vergrößern. Und dann können Sie so wie eine selektive Fokus nutzen. Und wenn Sie auf der Lupe mit den Pfeilen klicken, sehen Sie alle Tankkarte, alle Begriffe, die ich gesucht habe. Man kann eine Fulltext-Suche auch innerhalb von Dokumenten nutzen. Also ich suche jetzt innerhalb von meinem Dokument, suche ich, wie ich kündigen kann, also Beendigung oder, also schreibe ich OR, Kündigung. Suchen. Und hier sehen Sie, oder ich kann es noch in Größe, finde ich Vertragsbeendigung, Beendigung und Kündigung. Das ist ganz praktisch in allen Dokumenten, wo der Begriff kommt, den ich gesucht habe. Das geht auch, wenn ich zum Beispiel hier in der Volltextsuche, ich weiß, ich habe ein Dokument abgelegt und es geht um Artikel und, also ich schreibe and Server. Mache ich Suche und finde ich alle Dokumenten mit Artikel und Server. Genau. Wenn Sie hier auf der Suche gehen, sehen Sie diese Punkt zuletzt gesucht. Hier werden die letzten 5 Suche gespeichert, die ich gemacht habe. Und die sind benutzerdefiniert. Das heißt, ich kann meine Liste, wenn ich immer wieder dieselbe Begriffe suche, kann ich diese Sucherliste speichern und schreibe ich Artikel und Server speichern. Und die habe ich hier. Und Sie sehen, daneben ist auch ein Mülheimer und dadurch ist eine Benutzer, also meine eigene Suche ist, kann ich auch die immer wieder löschen. Okay, das war's. Also wir haben besprochen, den Viewer gesehen, die Dokumente manuell indexieren, Dokument suchen und jetzt schauen wir uns näher die Werkzeugleiste. Also, sicherlich kennen Sie, wie man ein Dokument bearbeitet. Aber wenn Sie länger mit einem Dokument arbeiten möchten und Sie die Versionierung in Ihrem Archiv archiviert haben, kann es ganz praktisch sein, wenn Sie mit dem Check-in und Check-out arbeiten. Ich zeige es Ihnen gleich. Ich muss zum Beispiel heute den ganzen Tag auf meiner Kalkulation arbeiten. Und wenn ich mit dem Stift arbeite, jedes Mal wird es als neue Version gespeichert. Ich kann hier, also rechte Maustaste klicken und mache ich Checkout und kann ich entscheiden, ob ich mein Dokument in den Briefkorb speichere oder in den Dateisystem. Ich mache es so. Hier ist es bitte ganz wichtig, dass Sie den Namen nicht ändern. Also jetzt mache ich Speichern und Hoffnen, dann speichere ich das auf meinen Computer und kann ich den ganzen Tag beliebig arbeiten. In der Zwischenzeit können die anderen Benutzer das Dokument nicht zugreifen. Test. Dann speichere ich.
zu und am Ende des Tages bin ich fertig, importiere ich das Dokument zurück und ich habe den Namen so hier gelassen. Ich importiere es und dann nochmal mit der rechten Maustaste mache ich Check-in. Indem ich Check-in mache, kann ich die Hauptversion und die Nebenversion ändern und dann wird das erste Dokument im Archiv ersetzt oder beziehungsweise nicht ersetzt, aber aktualisiert. Und das ist eben ganz praktisch. okay, jetzt muss ich ein neues Dokument suchen. Okay, hier auf diese Taste können Sie die Indexeinträge angucken und ändern und dann speichern. Sie können einen Text in der Zwischenablage kopieren, indem Sie hier auf diesen Blatt drucken. Dann können Sie auch mehrere Zeilen speichern und dann zum Beispiel das per E-Mail ohne Tippfehler schicken und hinzufügen. Hier ist die Adresse. Genau. Die Dokumenthistorie können Sie hier sehen, auf diesen Uhr, sagen wir so. Wenn das Dokument durch den Workflow gelaufen ist, dann würden Sie das hier sehen. Aber Sie sehen auch, was mit dem Dokument passiert ist. Also der Admin hat es geöffnet und so weiter. Um zu vermeiden, Dokumenten per Anhang zu senden, haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine ist zum Beispiel eine Anfrage senden. Wenn Sie auf Anfrage senden klicken, können Sie zum Beispiel vor schnelle und kurzfristige Antworten das gestalten. Also hier schicke ich es an den Admin. Man kann wählen, ob die Benutzer sollen es in der Reihe nach zugewiesen bekommen oder alle gleichzeitig. Und wenn ein Benutzer eine Abwesenheitsnotiz in DocWare hinterlegt hatte, wird es das angezeigt. Und hier kann man den Betreff personalisieren. Bitte prüfen. Der Text kann man auch. Bitte geben Sie dieses Dokument frei. Und man kann auch die Entscheidungen wählen, Anfrage senden. Und jetzt sehen Sie hier in der Aufgaben, also ich habe es für den Webinar jetzt an mich selbst geschickt, in die Aufgaben, bekomme es hier in DocuWare, aber ich bekomme auch eine E-Mail, wo es eben gesagt wird, bitte geben Sie sich diese Dokumente frei. Ich schaue mir das Dokument, ich genehmige es und schreibe ich alles. Und schreibe ich alles gut, bestätige ich, ist es weg von den Aufgaben. Man bekommt nochmal eine E-Mail, wo man sagt, die Benutzer haben die Anfrage erledigt und kann man dann sehen, wenn Sie in den Aufgaben, gesandte Anfragen gehen, können Sie hier sehen. Okay, der Admin hatte genehmigt und sein Kommentar war alles Gute. Und jetzt kann ich die Aufgabe schließen. Und eine andere Weise, um nicht immer Dokumenten eben verschicken zu müssen, in Anhang an E-Mail ist der Link auf das Dokument abzurufen. Das sieht man hier. Man kann es kopieren und zum Beispiel in eine E-Mail hinzufügen. Und damit sind Sie auch mit den Berechtigungen auf das Dokument auf der sicheren Seite.
finde ich auch sehr praktisch. Okay, jetzt, gut, das ist im Bereich mit dem Zoom, das haben wir mit dem also die ausgewählte Zone vergrößert, haben wir davor gesehen. Jetzt zeige ich Ihnen, wie man mit den Anmerkungsebenen arbeiten kann. Wir haben ganz am Anfang gesehen, per Default ist nur eine Anmerkungsebene gezeigt, aber Sie können die anderen beliebig bis 5 aktivieren. Und sagen wir so, jetzt arbeite ich auf die Anmerkungsebene 1 und da ich das Dokument verschicken muss, musste ich was schwärzen. Oh, jetzt habe ich zum Beispiel zu groß den Bereich gewählt. Wenn ich auf den Pfeil drücke, sehen Sie, wir kommen so wie ein, ja, der Maus ändert sich. Und wenn ich hier klicke, ist es dann weg. Okay, dann probiere ich es nochmal mit einem kleineren. Genau, so habe ich das geschwärzt. Auf die Anmerkungsebene 2 schreibe ich es mir hier. Verschickt am 7. März und in den Anmerkung 2 mache ich so hier in Gelb. Und jetzt können Sie sehen, dass die Ebenen unabhängig voneinander sind und die kann ich alle einblenden und ausblenden. Dasselbe gilt auch für die Stempel. Also man kann auf einer gewissen Ebene die Stempel setzen und dann die aus- und einblenden und damit ist das Dokument auch nicht geändert worden. Genau, man kann mit der letzten Funktion, den ich heute Ihnen zeigen möchte, die Anmerkungsebenen verschmelzen. Allerdings werden alle Anmerkungsebenen verschmolzen und es ist nicht mehr rückgängig. Also da müssen Sie aufpassen, was Sie dann als Kommentare und Anmerkungen auf dem Dokument haben und dann entscheiden, ob Sie die eben für ewig auf das Dokument haben möchten. So, ich bin in Zeit, habe ich noch 5 Minuten. Ich würde mir die Fragen kurz angucken, die Sie gestellt haben und ein paar Mal beantworten. Ich komme gleich zurück. Eine Sekunde. Okay, also zu einer, ich habe gesehen, ich habe oder gelesen, ich habe ein bisschen schnell geredet. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem mitkommen und wie gesagt, dann kommt auch die Aufzeichnung oder der Link zur Aufzeichnung im Anschluss und Sie können wirklich jederzeit mich eine E-Mail schreiben und ich nehme Zeit auch die ein oder andere Sachen nochmal zu zeigen. Und die Fragen, die ich jetzt nicht beantworten kann oder antworten werde, antworte ich auch dann persönlich. Eine Frage war bei dem Punkt Indexierung vervollständigt. Wo holt sich DocuWare die fehlende Indexdaten her? Die holt er aus dem letzten Dokument, die ich indexiert habe. Jetzt probiere ich es noch einmal. Möchten Sie, nee, die möchte ich nicht ändern. Ich habe noch ein Mukonet und ich habe die schon davor. Ich kann es auch so zeigen, wenn ich Status neu lasse zum Beispiel und dann mache ich Indexierung vervollständigen. Ah, genau, okay. Den Status, den Hugonet hatte auch den Status neu. Aber zum Beispiel, wenn ich, ja, ich hatte am Anfang einen Fehler gemacht und ich habe beim Status neu dann Indexierung vervollständigt und es hat DocuWare den letzten Dokument
genommen, die Indexdaten von dem letzten Dokument genommen, den ich mit Status neu abgelegt hatte. Deswegen ist es ganz wichtig, dass Sie den richtigen Begriff finden. Genau, und dann sehen Sie eben, sind die letzten Dokumenten, die wir abgelegt haben. Da hier ist es noch eine Frage. Was heißt, das Dokument ist weg nach dem Klammern? Das Dokument ist nicht weg im Sinne, es ist verloren gegangen. Es wird einfach abgelegt mit den Dokumenten, wo ich es geklammert habe. Also es befindet sich in dem Archiv. Werden die Stempel automatisch immer auf Anmerkungsebene 1 gesetzt? Ja, genau. Man kann es aber, wenn man, wo ist jetzt meine Maus hier? wenn ich zum Beispiel sage, hier, ich bin auf Anmerkungsebene 2 und setze ich meinen Stempel, jetzt nehme ich mein grünes Häkchen und stempel ich hier. Ich hoffe, Sie können es sehen. Und dann, wenn ich es dann auf Anmerkungsebene zum Beispiel 3 bin und auf den 2 wegklicke, sehe ich praktisch den Stempel nicht mehr. Aber Sie müssen auch, weil wie gesagt, per Default ist immer nur eine Anmerkungsebene aktiviert. Sie müssen die anderen hier nochmal in Einstellung Viewer. Und es ist, Entschuldigung, es ist in die Anmerkungen und hier, nee, war doch nicht, Entschuldigung. Hier, Anmerkungsebene 1 und dann können Sie 2, 3, 4 und bis 5 anzeigen lassen. Genau. Noch eine Frage, kann man im Viewer? Also kann man in Viewer auch mit dem Scrollen auf eine zweite und dritte Seite blättern? Im Moment noch nicht, aber ich glaube mit der Version 7.1 sollte kommen. Aber ich informiere mich und dann antworte ich genauer. Aber in den nächsten Versionen ist es geplant. Noch eine. Okay, also, es gab tatsächlich eine sehr interessante Frage, die ich aber nicht beantworten kann. Wir haben mich kalt erwischt. Wie sehen andere Nutzer die mehrere Anmerkungsebene, wenn diese nur eine nutzen? Ich würde sagen, sie sehen allen. Wir konnten... jetzt ist es zu knapp, ich weiß nicht, wie das geht mit dem GoToWebinar, ob wir einfach, jetzt speichere ich es. Okay, also wir haben jetzt auf 3 Ebene ein Dokument gemacht und jetzt ändere ich Anzeige und lasse ich nur eine Anmerkungsebene speichern und schließen und sehen wir uns. Ah, ja, die sehe ich alle. Also ich sehe alle Anmerkungen, die auch auf die andere Ebene gebracht worden sind. Okay, jetzt sind wir mit der Zeit rum. Ich hoffe, Sie konnten was mit dem für den Alltag mitnehmen. Auf Rückmeldungen freue ich mich sehr und wie gesagt, ich werde die Fragen im Laufe der nächsten Woche mal beantworten und ja, ich hoffe, ich werde Sie bei dem nächsten Webinar wieder ja, informieren können. Einen schönen Tag wünsche ich euch und ja, frohes Schaffen mit DocuWare.